So, das Dach muss ich übrigens, wie ihr seht, auch noch mal kurz machen. Mhm. Ja, ja, ne, sonst regst du dich wieder auf. Fusch am Bau. Ja, dass du Fusch am Bau machst, da ist nichts Neues. Ja. Muss man nur mal seine, Let's Show Wett anschauen. Was? Stellenweise. Was? Ich sag nur unter der Hauptstadt. Warum? Warum? Die Hälfte unter der Baustadt, unter der Hauptstadt, ist immer noch Hohlraum. Stimmt doch gar nicht. Doch? Nee. Doch. Hast du das mal in letzter Zeit angeguckt? Nö. Da sind sogar alle Häuser befüllt. Wow! Ja, siehst du, schon allein, dass du es nicht wusstest, zeigt ja schon mal, dass du ziemlich uninformiert bist. Ja, ich guck mal doch nicht, Ja, jetzt kommen die Ausreden, Na klar. Da bin ich ja 3 Tage damit beschäftigt, nur die Truhe durchzuschauen. Tja. Mäh. Ah ja, okay. So, wir können mal einen Themenvorschlag machen, ne? Ja, guck mal, wir sind ja gerade in der Kirche, passt ja, ne? Neuer Papst ist gewählt. Wie heißt der nochmal? Franziskus der Erste oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, was das für ein Holzkopf ist. Oh, ein Holzkopf. Ja, aber ein Holzkopf ist, würde ich jetzt nicht gerade sagen. Aber, neuer Papst ist da. Wir sollten mal drüber reden kurz. Ja, aber was gibt's da zu reden? Ist ein neuer Papst, ne? Woher kommt er? Aus Argentinien, glaube ich. Nee, aus Brasilien. Aus Los Brasilicos. Keine Ahnung. Ja, dass du keine Ahnung davon hast, Kollege, war mir klar. Das war mir klar. Was bringt mich ein Papst, wenn ich nichts mehr von will? Ich will auch nichts von denen und ich weiß es trotzdem. Einfach nur, um zu wissen. Ich brauche keinen Papst. Ich brauche keinen Papst. So, aber was ich brauche, ist Trappenholz. Und ich weiß, dass in unserem Lager noch ein paar kleine minimale Restbestände sind. Aber wir sollten langsamer wieder Tropenholz farmen. Das wird langsamer Zeit. Aber nicht jetzt, nicht in dieser Aufnahme und wahrscheinlich auch nicht in der nächsten. Außer wir brauchen es nächstes Mal, aber das bezweifle ich. So, mal kurz einen Speedrun hier machen zum Lagerhaus. Ja, wie gesagt, was soll man zum Papst sagen? Der kommt aus Brasilien. Francisco, ich glaube, es war Francisco. Falls er anders hieß, könnt ihr mich gerne berichtigen. Aber jedenfalls war es der Erste. Also Franziskus der Erste oder wie auch immer. Der Erste halt. Sonst haben die ja immer so ganz große Namen wie Benedikt und so weiter. Der 17. oder 16. oder keine Ahnung. Aber ist der erste Papst, der mal halt so einen Namen gewählt hat. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Das Einzige, was ich gut an ihm finde, er verschwendet nicht unnötig Geld. Wie meinst du das? Er nimmt öffentliche Verkehrsmittel anstatt eine Limo. Ja, jetzt noch, weil er ja so recht bescheiden ist. Er ist ja so ein recht bescheidener Kollege gewesen damals. Aber wer weiß, kann sich ja im Laufe der Zeit ändern. Genau. Aber du hast recht, ist ja schon mal an sich loblich, ne? Lobenswert. Genau, Buggy, genau. Schade verstanden. So, wie sieht eigentlich die Sonne aus? Da ich sie nicht sehe, wird sie wahrscheinlich hinter dem Wald sein. Und das heißt, dass sie auch bald untergeht. So, plapp, 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 dapp, dapp, dapp. So, ich hoffe, das Zeug, was ich jetzt hier geholt habe, reicht. Aber reicht locker. Alles gut, alles supi. Jetzt muss ich mal ganz kurz plopp, plopp, plopp. So, oh, 1:4, ist egal. So, zack, 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 zack. So, hier steht der Kollege, ne? Na, Leute, was geht? Gib mir Geld, spendet, spendet. Müssen ja vielleicht so einen Spendenkrug hier hinmachen. Geh mal auf den roten Teppich. Auf den roten Teppich. Ach ja, siehst du hier die Tür, weißt du? Die Tür müssen wir hier noch einbauen. So, und da du ja gerade hier bist, können wir ja pennen gehen. Schwert ausgerüstet, nicht, dass wieder ein Creeper-Man hier auftaucht. Hallo, 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 hallo. Creeper, hallo, Creeper, Matzi-Spum. Nein, wie man sieht, die Sonne geht langsam an den Horizont unter. Nein. Au. Jetzt kannst du auch den Skelett kaputt machen. Nö. Oh.
Hat er auf eine Kuh geschossen? Nein! No! Nein! Ja! Wieso? Weil ich das sag. Was? So, aber jedenfalls, Leute, neuer Papst, schön und gut. Wie wir haben das ja schon mal geklärt, dass wir nicht religiös sind. Insofern, ja, ist neuer Papst da. Du hast übrigens einen Pfeil im Nacken. Ja. Jedenfalls, es wird sich zeigen, wie der Kollege drauf ist. Aber ehrlich gesagt, ist uns das beide wahrscheinlich ziemlich schnurz. Oder? Genau! So, und hier noch, gut, wir haben 8 rote Wolle. Das reicht dick fett aus. Ja. Denn ich brauche ja nur 6. Ich lege den Wizard-Kopf wieder zurück. Oh, siehst du, wenn wir schon gerade hier sind, kann ich ja mal gucken, wie unsere Glasreserven aussehen. Das wäre mal geil. Also, ich habe sogar 4 Enderperlen. Die jetzt auf einmal, oder was? Irgendwo in der Kiste gefunden. Siehst du, Ordnung bei Buggy heißt ein Item-Typ in 3 verschiedene Kisten wahrscheinlich ordnen. Mindestens. Ja, natürlich. So, warte, Glas ist natürlich in der Glaskiste. Dort haben wir Glasblöcke, die können wir aber schnell verwursten zu Scheiben. Ich bezweifle nur, dass das alles reichen wird. Obwohl, 64. Ja, mit 64 komme ich ja. Siehst du, kommt ja doch eine Menge raus. Ganz vergessen, dass da so viel raus. Oh. Plopp. So, die 2 Glasblöcke kommen wieder rein und weiter geht's. Oh, eine heiße Verfolgungsjagd mit Buggy. Boah, ich hänge genau am Arsch, ne? Mist, jetzt hat auf einmal kurz das Sprinten aufgehört. Nein! Okay, Buggy hat heute mal gewonnen. Buggy hat heute mal gewonnen. Mal. Ja, aber wir können ja mal Treppe hochsprinten, das mal gucken. Ja, ist klar. Das war so klar, ne? Er nutzt wieder seine einzigen Vorteile aus, wo er vielleicht gewinnen kann. Ja. So ist der Buggy einfach. So, wir können. Jeder nutzt seinen Vorteil aus. So, wir können hier übrigens auch nochmal Scheiben reinhauen. Und dann sieht das Ganze langsam wesentlich auf. Oh! Nein! Du scheiß Creeper, wieso hast du mich verfolgt? Aber das Fundament hat einigermaßen gut gehalten von der Kirche. Es sind nur 5 Blöcke raus. Eigentlich ist nur Dirt weggeflogen. Egal, der Creeper ist aber in die Luft gegangen. Ey, wo kam der her? Das ganze Feld war monsterfrei. Der Pisser muss mir echt hinterhergelaufen sein. Aus dem Wald raus. So ein Drecksack. Okay, warte, habe ich genug Dirt? Oh, ich denke mal grob ja. So, warte, wir machen hier unten das bisschen zu und dann hier, darunter kann dann eh nichts mehr spawnen. Auf einer Höhe bezweifle ich das. So. Ja gut, ist ja nicht so wirklich viel kaputt gegangen, außer wie gesagt ein paar Dirtblöckchen. Und ein paar Steine, die ich aber wieder eingesammelt habe. Trotzdem, wo kam er her? Mysteriös. Ach ja, siehst du das Dach, muss ich auch nochmal ran. Aber dazu kommen wir gleich. Ja. So, hier übrigens kommt auch nochmal eine Glasfront rein. Wirklich? Ja. Hey, erzähl jetzt keinen Scheiß. Nee, also wirklich, also ohne Scherz jetzt. Ich weiß, das ist wirklich krass. Ich weiß, das muss man sich erstmal im Kopf durchgehen lassen. Ja. Aber es ist so. Oh, der Creeper hat auch noch eine Fackel kaputt gemacht. Nein, die Fackel! Die ist doch so teuer. Ja, echt mal. So. Einer hat ja geschrieben, wie geil es wäre, bunte Glasscheiben zu machen. Wäre ja für eine Kirche richtig geil. Das habe ich mir auch schon vor einer ganz langen Zeit mal gewünscht, dass sowas mal endlich eingefügt wird. Vielleicht, ne? Wer weiß. Geht das einfach, vielleicht nicht Glas und Farbe. Das macht irgendwie keinen Sinn zum Craften. Aber vielleicht Sand, ja, nee, wie willst du das machen? Ich wollte jetzt sagen, du kannst ja Sand und Farbe in den Ofen hauen, aber das geht ja nicht. Außer die entwickeln einen Ofen, wo man 2 Sachen reinmachen kann. Und das wäre doch mal geil, ne? Ein Ofen, wo du 2 verschiedene Sachen reinmachen kannst und die schmelzen dann halt zu einem neuen Item. Oh ja. Das wäre ziemlich cool. Wäre eine Überlegung wert. Ja. So. Gut, außer den Löchern jetzt da oben am Dach, müsst ihr euch das jetzt natürlich lochfrei vorstellen.
Aber sonst, warte, ich setze mich mal ganz kurz um. Aber sonst sieht das ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben das Schwarze Kreuz. Hier sitzt der Priester, in dem Fall der Los Bagiros. Und ja, ist so nicht schlecht, ne? So nicht schlecht, Kollegen. Ich überlege nur gerade, dass ich einen kleinen Konstruktionsfehler gemacht habe. Mhm. Nämlich, das Ganze muss nochmal nach hinten verschoben werden, damit hier noch eine Viererbank hin kann. Also nochmal eine vierte Reihe. Aber das ist ja fix gemacht. Ist ja jetzt nichts Aufwendiges. Du. Mal kurz ein paar Steine umschieben. Ja, da tu dies. Ja. Scheiben sind jetzt auch drin. Das heißt, es können keine Monster von irgendwo reinspringen. Hallo, ich bin der Neue. Plupp. Das wäre uncool und so. Das wäre einfach nur, naja, uncool und so. Zack. So. Ja, also wie gesagt, der Papst ist jetzt ein bisschen uninteressant. Was gibt's hier noch so? Ach komm, machen wir mal kurz was Lustiges. Da hat ja einer geschrieben, glaubt ihr, also, weil es ja wieder lustigerweise stand, so ein Scherz von Mojang, wo 1.5 rauskam, stand ja, Herobrine wurde entfernt. Ne? Der Klassiker. Ah, ja. Los Classicos. Und da kam dann auch die Frage, hey, glaubst du an Herobrine? Ich glaube, das hatte ich zwar schon in den Kommentaren beantwortet, aber wahrscheinlich gibt es immer noch welche, trotzdem, die immer noch an Herobrine glauben. Falls jemand den Herobrine nicht kennen sollte, es war einmal, recht zu Anfangszeiten von Minecraft, wo Spieler einen mysteriösen Typen gesehen haben, mit großen weißen Augen, der verschwand, sobald man sich näherte. Und das war Herobrine. So. Aber, Herobrine gibt's nicht. Herobrine ist eine Erfindung. In Wirklichkeit gibt es Herobrine gar nicht. Er wurde auch niemals eingefügt und dass er entfernt worden ist, steht eigentlich bei fast jedem Update. Für die Leute, die sich gewundert haben, warum da steht, Herobrine wurde entfernt. Ja. Da habt ihr die Antwort. Herobrine, nur eine Erfindung. Da hat sich jemand mal ein Späßchen erlaubt. Und die Leute haben es natürlich geglaubt. Was, Herobrine? Boah, krass. Ja, aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie Herobrine wirklich mal irgendwann hinzufügen würden. Es war ja eigentlich die Rede damals, ne, dass Herobrine der verschollene oder gestorbene oder wie auch immer Bruder von Notch ist. Aber soweit ich weiß, hatte Notch nie einen Bruder. Insofern, jedenfalls Herobrine gibt es nicht. Aber lustige Geschichte. Und es gibt ja den Herobrine Mod. Könnt ihr ja mal vielleicht für einen Singleplayer benutzen und mal austesten, wie ihr es findet. Also im Grunde, ja, er taucht auf wie ein Geist, guckt einen böse an und verschwindet, sobald man sich nähert. Jedenfalls eine ziemlich lustige Geschichte. Was hältst du denn von Herobrine? Ja, wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn der im Spiel wirklich mit drin wäre. Ja, gut, aber... Oh, ich muss was essen. Deshalb kann ich nicht mehr sprinten. So, kurze Snackpause. Also wegen mir könnte Herobrine wirklich ruhig hier in-game mit dabei sein. Im Spiel. Oh, ich wollte nicht schlagen. Ich wollte dich nicht schlagen! Ich wollte dich doch scheren, mein Schaf. Aber ich glaube mal, das würde denn nur im Singleplayer gehen, oder? Warum? Naja, Herobrine verschwindet ja bei der jeweiligen Person, wenn man sich denen nähert. So, ne? Hm. Aber was ist denn, wenn zwei Leute an verschiedenen Punkten sind? Ich glaube, da würde das System nicht mehr klarkommen. Hm. Dann würde es, glaube ich, irgendwie, entweder zwei Herobrines könnten vielleicht auftauchen, beziehungsweise könnte gar nichts passieren, weil der andere, ein Kollege, vielleicht zu nah an da steht, wo der Herobrine bei dir erscheint und so weiter. Und das würde wahrscheinlich dann irgendwie und so, weiß, wie ich meine. Das würde, glaube ich, irgendwie ein bisschen mit der... Und so. Warum? Es gibt Plugin. Ja, Plugin ist ja wieder von Leuten programmiert, ne? Ja. Das ist aber nicht, naja, ist auch egal.
Und wenn wenn Mojang es regulär hinzufügt, ist es auch programmiert. Und nichts anderes wie das Plugin gemacht würde. Aber ich bezweifle trotzdem, dass sie es einbauen, weil das ist einfach nur so ein Running Gag. Ich glaub's ja auch nicht, aber ich könnte es mal gut vorstellen. Könntest du dir das? Ja. So, wir reißen nochmal... Ich hätte Lust drauf. Aha. Wir reißen hier nochmal kurz die Wand ein. Schon wieder? Ja. Machen wir das hier ein bisschen vorstehend. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. Da oben das Dach müssen wir dann auch noch gleich machen. Frage, wie komme ich denn jetzt da hoch? So komme ich hoch. Super. Du Dach muss jetzt ein bisschen eingestutzt werden. Stutzi, stutzi, nein! Stutzi. Doch, er muss leiden. Nein! Und ich merke, dass ich eine Blockart vergessen habe, was ein bisschen ungeil ist. Aber das wird sich bei Zeiten noch regeln. So, habe ich genug von denen jetzt eingesammelt? Nö, ein natürlich, super. Gut, dann muss ich gleich nochmal runter das Zeug einsammeln, bevor es despawnt. So, ich bleib sogar mal heute in der Kirche drinne. Obwohl es dunkel ist. So, hier ist das ganze Zeug drin. Wir brauchen das hier, wir brauchen das hier. Und ich habe hier ganz viele Fackeln, die lege ich erstmal, lasse ich erstmal hier drinne. Cleanstone lege ich mal hier rein. Ich brauche das hier, ich brauche das hier, das. Oh. Passt. Irgendwie. Irgendwo.